Nach dem großen Kaiser Otto Fest findet nun das Editorfest statt. Ich habe jetzt neben mir Frau Zimmermann-Krause. Schönen guten Tag erstmal. Frau Zimmermann-Krause, können Sie uns kurz erzählen, was erwartet die Besucher zum Editorfest? Das Editha-Fest soll an die ehrwürdige Königin Editha erinnern, die ihre Grablege in Magdeburg hat und die erste Gemahlin von Otto, dem späteren den Großen, war. Und sie ist eine Person gewesen an der Seite Ottos, eine sehr starke Frau, die auch dafür gesorgt hat, dass das Moritzkloster in Magdeburg gegründet wurde und dass man damit die Stadtentwicklung vorangetrieben hat. Wir möchten gern als Gesellschaft für mitteldeutsche Kultur den Besuchern ein bisschen aus dem Leben der Königin Editha nahebringen, die selbst natürlich ein sehr interessantes Leben und auch Schicksal als Kind schon hatte. Das wird jetzt nicht verraten, das kann man im Theaterstück erfahren, worum es da geht. Und dann wird noch einmal natürlich das Orgelkonzert erklingen als Improvisation zur Editha-Hymne. Den Text habe ich dazu geschrieben. Und danach wird ein gemeinsames Mahl eingenommen in der Gastronomie vom Roncalli-Haus. Und dabei geht es um ägyptische Spezialitäten. Das wiederum hat seinen Sinn darin, das Moritzkloster ist dem Sankt Mauritius gewidmet. Und er kam mit seiner thebäischen Legion aus Ägypten. Deshalb diese Spezialitäten. Nach dem Mahl wird es einen geführten Wandel geben, über den Domplatz natürlich am Ort des Geschehens. Der Domhügel war schon immer interessant für alle Herrscherpaare und vor allen Dingen für Otto und Editha. Und wir bewegen uns dann in Richtung Petriförder, dem früheren kleinen Fischerdorf Rose zu Edithas Zeiten, dort wo die Schiffe der Weißen Flotte jetzt anlegen. Und da begeben wir uns aufs Schiff und erleben noch ein Bläserkonzert. Und ich werde etwas noch über Otto und Editha erzählen, weil die Schiffe waren auch schon im 10. Jahrhundert natürlich für Otto und Editha ein wertvolles Transportmittel und mitunter sicherer als der Landweg. Am Sonntag, den 2. Oktober, geht's los. Wie viel Uhr? Um 10 wird begonnen und der Schirmherr, der beigeordnete Herr Rainer Nitsche, wird also das Grußwort halten und die Gäste begrüßen. Demzufolge auch ist es ein Signal von der Stadt, dass dieses Fest Sinn macht und der Stadt auch gefällt. Und wir planen natürlich in jedem Jahr ein Editha-Fest und für das nächste Jahr stehen auch schon der Veranstaltungsort und das Programm nahezu fest. Ja, Sie haben die Gesellschaft für mitteldeutsche Kultur angesprochen. Die haben Sie 2004 gegründet. Sie haben ja auch so schicke Kostüme. Können Sie fast kurz sagen, diese Gesellschaft ist ja, kümmert sich ja um sowas, dass so eine Kostüme auch gezeigt werden. Können Sie da das kurz mal erklären? Dieser Verein hat verschiedene Arbeitskreise, unter anderem auch für historische Personen, diesen Arbeitskreis. Und uns macht es einfach Freude, in Gewandungen zu schlüpfen und historische Personen, wie natürlich auch König Otto und Königin Editha oder späterer Kaiser Otto der Große und Kaiserin Adelheid darzustellen. Da ich schriftstellerisch tätig bin, schreibe ich die Rollentexte für diese Theaterstücke und das ist eine glückliche Kombination. Gut, dann dürfen wir gespannt sein auf das Editha-Fest. Vielleicht schließt es ja noch den Reigen mit dem Otto-Fest und nächstes Jahr geht es dann vielleicht auch weiter.